Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir uns wieder darum gekümmert, die Athener hier aus Focus langsam zu vertreiben, ein paar Fragezeichen abzufarmen, und wir haben auch herausgefunden, dass das Schiff, was hier lag, das Schiff von der Dame ist aus, wo war das? An die Gestelle der Pilger. Das ist ein guter Name für ein Dorf. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal hier den Söldner, gehen dann hier rüber, entdecken den Ort, den, und dann werden wir wahrscheinlich schon wieder fertig sein. Ob wir fertig sind, werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Also am Ende der Folge vor allem, wie weit wir gekommen sind. Athener. Wir dürften uns eigentlich nicht angreifen. Wir haben ja bisher nichts verbrochen. Beziehungsweise auf bisher, wie stark sind die? Die sind hoffentlich normal, ja. Ist das der Eber, den wir brauchen? Nein, ne? Ganz schön von den Bären angegriffen. Vielleicht können wir ja die Athener gegen den Bären hetzen. Komm. Ich brauche Hilfe, ich habe einen Bären hinter mir. Leute, ein Bär. Ein Bär. Ich kann ja nicht gegen alle vorgehen. So. So, warte mal. Wir haben ja alle hier viel zu viele Schilder. Oh. Komm her. Leider hat er ja die Fähigkeit hier, mit seinen Fähigkeiten doch mörderisch auf die Nerven zu gehen. Versuch ihn anzubrennen. Aber er brennt. Nicht verwischen lassen. Er ist wirklich stark. So, den. Hui, deswegen. Der Tod greift. Jetzt haben wir ihn. Wir haben den Riesentöter getötet. Und wir haben 10 Söldner besiegt. So, damit sind wir aufgestiegen. Wir sind jetzt ein Söldner weiter oben. Wir haben irgendwas hier freigeschaltet. Petra die Harte. Okay, gut. Wir haben ihn abgeschlossen. Er liegt am Boden. Die sind alle tot. Wir reisen zum nächsten Fragezeichen. Davor gucken wir nochmal, dass wir alles mitnehmen, was sie ja alles liegen gelassen haben. Oh, guck mal da. Oh, wir kommen nicht weit genug rein. Ach, der Sau. Hat er überlebt? Hat er auch überlebt? Jetzt haben wir noch Pfeile verschossen. Es sah einfach zu gut aus. So viele Hirsche auf einer Ebene. Schade. Man konnte es ja mal probieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet uns da oben? Ich könnte mir vorstellen, eine Höhle. Wir haben lange Zeit keine Höhle mehr gehabt mit einem Alpha-Tier. Wir suchen ja auch noch einen Eber. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben, die wir erfüllen müssen.
So. Leider Gottes ist diese Aufgabe oben auf einem Felsen. Was leider sehr viel Zeit kostet, überhaupt hier hochzukommen. Weil wir dazu kein Pferd benutzen können. So, 100 Meter noch. Aber jetzt werden die Wände noch steiler. Das könnte ein bisschen länger dauern. Aber so wie ich das sehe, haben wir jetzt die größte Anstrengung hinter uns. Wir müssen jetzt an Jägersrast. Ah, ein Söldnerpunkt oder was? Keto Schiffswrack, was? Das haben Leute überlebt oder was? So, rein da. Wolf ist weg. Tritt. Ganz schön aggressiv hier. Muss erstmal auf sie hier. Oh, es hat hier Feuer. Teilt ja ganz schön viel Schaden aus. Bitte lass mich nicht da hochklettern. Da gibt sie uns einfach so einen Schnitt. So ganz einfach, easy peasy. Aufwerkshaken mit zwei Schwertern und schon liegen wir am Boden. Na, vielen Dank. Ach, Gott sei Dank. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Zack. Volle Kanne rein. Kurz raus und wieder rein. Zack. Hat jetzt ihren eigenen Mate getroffen. Au. Wir sind verbrannt. Die sind echt hart. Ach Gott, ey. Ist egal. Wir passen die Wachen sicher gut auf. Was halt so? Ist sie hier? Tja, wie ich diese Tiere hasse. Brennen. Jetzt brennt die ganze Hütte. Brennen. Meinst du? So, erstmal hier ein bisschen austeilen. Tritt, Viereck heilen. Hui. Und tritt. Lohnt es sich, sie anzuheuern? Bist dabei. Nimm dein Schicksal in die Hand und segle mit mir auf meinem Schiff. So, ja, kann nämlich die Pfeile noch mehr verbessern. Deswegen darf sie auch auf mein Schiff kommen. Nachdem sie nämlich weiß nicht, wie oft getötet hat. So, jetzt nehmen wir erstmal das Zeug noch mit. Irgendwo hier muss noch eine Kiste sein. Da hinten ist noch eine. Na, irgendwie müssen wir von außen dran. So.
hier lang und jetzt haben wir, kommen wir an die Kiste. So. Gut, jetzt erstmal. Aufs Schiff. Inia. Du wirst ersetzt durch sie. Gut. Würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal noch die Fähigkeiten, wenn wir eh schon hier sind. Was ist los? So wie es aussieht, hat sich der Carlos aufgegangen. Falls jetzt in den nächsten 10 Sekunden nichts passiert, werde ich das Spiel neu starten müssen. Okay, so wie es aussieht, es statt, also es geht jetzt nicht weiter. Da würde ich sagen, sehen wir uns dann nach einem kurzen Cut, also der Cut ist eh kurz, sehen wir uns hier gleich wieder, wahrscheinlich an derselben Stelle. Bis dann, bis gleich. So, wir sind nach dem kurzen Cut wieder zurück. Und zwar genau wieder in diesem Titelscreen. Ich habe einfach nur nochmal das gemacht wie beim letzten, also nicht alles, sondern einfach nur wieder den Kampf. Quasi den Kampf, den wir jetzt schon öfters wiederholen mussten, habe ich jetzt nochmal wiederholt. Ging diesmal beim ersten Mal durch, also habe ich beim ersten Mal besiegt gehabt. Und jetzt können wir nochmal nachgucken, was wir jetzt ausrüsten. So, was haben wir alles? Vier Gegner erfassen, Tierbändiger, lass Pfeilsalven. Pfeilsalven finde ich interessant. Obwohl wir machen erstmal einen Jägerschaden hoch, weil das ist ja wichtig für den Bogen. Jetzt gehen wir noch ins Inventar. Das Einzige, was sich jetzt noch verändert haben, wir haben andere Sachen von den zwei Kisten hier gekriegt. Das ist aber auch nicht so wichtig. Zuerst mal zerschrotten wir das Zeug. Wie die Ressourcen. Und den hier. So, das behalten wir. Machen wir später kaputt. Den zerstören wir auch später. Helme. Haben mittlerweile ein paar neue gekriegt. Eigentlich kann ich ihn jetzt zerstören, weil ich werde den Helm ja aufrüsten. So, das behalten wir erstmal so. Wie sieht's hier aus? Wir können mittlerweile das hier ausrüsten. Ja, ich würde sagen, wir behalten das ist erstmal so. Wir können jetzt endlich den Jagdgürtel auswählen. Obwohl der immer noch besser wäre dann hier. Nur noch kurz was. Obwohl, jetzt gucken wir später nach. Jetzt brauchen wir noch nichts nachgucken. An was für Soldaten? Spartanische Soldaten. Das ist jetzt eigentlich schlecht. Jetzt kämpfen wir gerade nicht gegen Spartanier. Spartanier. Spartiaten, meine ich. So. Ach du Kacke, haben wir viele Aufgaben. So, jetzt erstmal. Was wollte ich jetzt machen? Wir sind jetzt hier fertig mit dem Fragezeichen. Bedeutet, wir gehen jetzt runter zu dem hier. Als nächstes. Dann würde ich sagen, gehen wir außen lang. Also, warte mal. Das gehört aber schon zum anderen Land. Ja. Gehen wir hier hin. Kommen da. Obwohl, nein. Ich würde das machen und dann erst dahinter. So. Und jetzt erstmal wieder hier runter. Irgendwie. Das wird jetzt interessant. So. Das sterben wir, das kann ich zu 100% garantieren. Hier nicht unbedingt, hier können wir unterspringen. Das erste Mal. Das erste Mal Schaden. Das überleben wir auch. Wir müssen halt jetzt hier den ganzen Berg wieder runter und auf dem anderen Berg wieder hoch. Aber runter geht meistens schneller wie hoch. So. Und hier runter. Können wir gleich noch hier den Busch mitnehmen. Und das Eisen da vorne. Vielleicht noch ein paar Hirsche jagen. Auch Glück gehabt. Ah, Mist. Schon etwas daneben gehauen hat. Der Adler Ikarus muss ja den anderen Hirsch erwischt haben, oder?
Die Frage ist nur, wo? Na gut. Ach, hier liegt er. Einmal bitte mitnehmen. So. Nächstes Fragezeichen. Gucken, was wir hier finden. Ach, und dem Schiff. Wir haben ja die einen angeheuert. Ich hab's nochmal probiert. Diesmal hat sie eine Fähigkeit, die für uns nicht so relevant ist. Und deswegen ist sie nicht wirklich bei uns jetzt relevant. Und deswegen hab ich sie nicht ausgerüstet. Könnten sie ausrüsten, mache ich aber nicht. So. Gehen wir mal zum nächsten Fragezeichen hier hoch. Ah, guck mal, wieder ein Alpha-Tier. Wolfsbau. Nur ich erst mit denen hier und dann scanne ich schon mal hier rein. Diesmal liegt das hier davor. Vielleicht können wir dem erstmal ein Messer an die Seite reinrammen. Oder auch nicht. Muss ein bisschen aufpassen. Ich würde erstmal hier gern den hier fertig machen. Ach, fuck. So, erstmal den Wolf durchsuchen. Das Tier ist halt wirklich gefährlich, weil es macht so viel Schaden. Und ich verstehe gerade noch nicht, wie es sich bewegt, so richtig. Das war ein guter Treffer. Okay, komm, ein Schlag noch. Alpha Tier besiegt, wir gehen in die Höhle. Guten Tag, mein Freund. Das Tier. Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Vielleicht hier, irgendwo hier drin. Vielleicht auch hier in der Kiste. Neuen Kultismen-Tagebuch. Also wir haben einen Kultisten-Hinweis gefunden. Und können jetzt wieder eine Person aufdecken. Das ist gut. Kultisten enthüllen, das kennen wir ja schon. Sie hier. Eine Bärenhöhle. Wir herrschen mit Chaos und zerstören, was sich uns in den Weg stellt. Anbeter der Blutlinie. Was über Zysme, die Verrückte, bekannt war, waren nur Legenden, wie man sie sich unter den Bauern und Säufern von Phokis erzählte. Einer zufolge band sie Priester, die sich ihr entgegenstellten, an Bäume fest und ließen ihre Wölfe sich an ihnen laben. Mit einer anderen schlief sie in Bärenhöhlen und kam nur hervor, um Pilger zu entführen und dem Orakel als Abendessen zu bringen. Sie alle waren Opfer für den Kosmos, dessen Lust auf Fleisch nie gestillt war. Also sie befindet sich hier in Phokis, das ist gut und wichtig zu wissen. Sehe ich sie irgendwo? Ist sie markiert? Also sie ist doch in Phokis, oder? Und wir gehen nochmal nachgucken. Wir gehen einfach hier auf Kultisten und markieren sie mal kurz. Wird sie mir jetzt angezeigt? Ah, ne, die ist drüben in... Ah, sie ist in Malis. Da gehen wir als nächstes hin. Okay, dann brauche ich sie jetzt erstmal nicht weiter zu verfolgen. So. Gut, hier die Leiche plündern wir auch mal noch. Und jetzt gehen wir hier ins Lager. Hier werden wir noch ein paar Athener töten. Und damit werden wir uns das Ticket weiter in Richtung Befreiung von Phokis konzentrieren. So. Wir haben auch gleich ein kleines Athena-Lager. Au. Ah, hier ist keiner. So. Einmal den Vogel. Leute markieren, Schätze finden. Das ganze Programm. Und Hund haben sie auch noch. Ach du Kacke. Das sind Heiligtum der Athena von Naia. Das sind Kultisten. Mal wieder. Du bleibst liegen. Halt!
Du darfst hier nicht sein! Dann komm her. Hui. Das können wir die schlimmsten von allen. So, volle Kanne rein. Ich stehe mit den zwei Klingen, Hasse. So, jetzt. Erstmal sie hier weg. Danke. Warte mal kurz ab. Warum bist du hier? Na komm. Erstmal treten. Kurz healen. So, und Angriff. Treten. Und Angriff. Warum leid? Nein. Und hier. Sieh es nicht in die. So jetzt du, mein Freund. Haben wir nicht die schlimmste von allen. Ich diese Art von Gegner hasse mit ihren zwei kleinen Klingen. Na komm her. Komm. So, mit dir war's das jetzt. Deswegen hasse ich diese Art von Gegner. Sie brauchen nicht nur einmal so richtig in ihre Combo nehmen, dann war's das. Aber wir hatten, und dann hatten wir sie fast. Weißt du, das war bloß so, ja, okay, ein Treffer ist sie tot. Nicht stattdessen teilt die uns so heftig aus, instant tot. Ja, jetzt müssen wir wieder da hochkommen. Das Gebiet wird gut bewacht. Wurde abgeschlossen, ja. Okay, müssen wir hier rüber. Doch keine Athener. Es sind wieder mal Kultisten. In Fokus sind sie auf jeden Fall mehr vorhanden als in. Wie ist der andere Punkt? Okay, wird schon einen anderen Punkt noch kennen, wo wir als erstes waren. Wird schon es nennen. So. Auf ein neues. So. Und jetzt noch ein Ostrakon-Rätsel. Wo haben wir noch welche? Das waren noch nicht alle. Als ob sich das überlebt hat.
So, hauptsache mal erstmal ein bisschen Schaden. Damit ich jetzt hier. Jetzt fängt er wieder an auszuteilen. Du stehst ja immer noch. Komm, ich muss ihn irgendwie wegkriegen. Ja, was ist denn das? Sie ist so abgrundtief nervig, dieser Timing. Ich bin ausgewichen und bin ihren Schlag eingewichen. Das ist doch. Das hat nichts damit Ausweichen zu tun. Das ist Krampf. Auf ein neues. Aber wenigstens spawnen wir diesmal hier. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ich schumme jetzt erstmal andere Leute. Ich schumme mir jetzt die mit ihren Klingen. Die gehen mir so hart auf die Nerven. Die müssen als erstes sterben. Dann gibt es eine Aufgabe. Ah ne, hier hinten erst. So haben wir noch welche. Es waren nicht alle, die hier rumrennen. So. Und lauf weiter. Uns erst die am meisten nerven. Dann können wir uns drum sorgen, wie wir die anderen wegmachen. Sie zum Beispiel. Mit einer Kombo. So, du bist die nächste, die ich mir hole. Reinste Blutbad. Sie hat überlebt. So, der Rest ist mir egal. Wir haben die Stärkste besiegt. Da können wir ihn jetzt einfach hier wegschnitzeln. Er ist kein Problem mehr. Und weg mit dir. Zwei fehlen noch, das heißt ein Kultist mit Doppelklinge ist hier noch. Da hinten. Können wir erstmal die Kiste mitnehmen. So, einmal bitte die hier. Es sind noch zwei. Und eine ist meine Lieblingsperson. Sarkasmus. Au. Ja, okay, mit dir kämpfe ich hier oben. So, entkommen. Ich muss erstmal sie da hinten töten. Nimm die Idioten! Niemand verschwindet einfach! Ich sehe überhaupt nichts! Der Abschaum entkommt nicht! Bewegt euch!
dich rächen werde. Mann. Kämpft jetzt und macht die da drüben fertig. Ich finde es schön, dass sie da oben festhängt. Kann ich mich für schön erstmal den wegschnetzeln. Trotzdem von da oben aus teilt. Das ist schrecklich. Muss hin. Nein! Da muss er. Schön in den Kopf. Zeit ist abgelaufen. So, austeilen. Bleib mal da oben. Sieh es nicht in die Länge. Ende. Gut. Jetzt holen wir noch schnell den Rest. Das Rätsel. Den Schatz. Und dann sind wir ja fertig. Und hier haben wir das Rätsel. Okay. Dann würde ich sagen, hier endet die Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal und tschüss.